Ach, Frodo, die Reime müssen aufhören, die sind so ranzig. Halt noch ein bisschen durch, Olli. Random Game Facts 1:22. Im Sonic the Comic Ausgabe 8, The Origins of Sonic, sieht man Sonic so, wie er ursprünglich mal aussah. Nämlich, er war braun und ziemlich stachelig und hat Dr. Ivo Robotnik kennengelernt. Der hieß damals übrigens Dr. Ovi Kintobor, was einfach nur Ivo Robotnik rückwärts ist. Und die sind ganz, ganz schnell ganz dicke Freunde geworden. Also hat Dr. Kintobor Sonic helfen wollen, noch schneller zu werden und hat Power Sneakers erfunden. Die trägt der Sonic ja noch heute. Damit konnte er die Schallmauer durchbrechen und weil er dann so schnell gelaufen ist, wurde Sonic plötzlich blau und hat alle Stacheln verloren. Das passiert nämlich, wenn man die Schallmauer durchbricht. Deswegen hat auch jeder Kampfjet, der das kann, der ist blau und hat keine Stacheln mehr. Erkennt man. Ja. Ist so. US Military Strats. Ja, common Knowledge. Super Sorry. Secret. Da. Was denn jetzt? Common Knowledge oder Super Secret? Kennt ihr das Spiel Warhawk? Nee? Egal, dann hier trotzdem noch ein random Fakt dazu. Die Multiplayer-Online-Server von Warhawk sind tatsächlich nur ein großer Cluster aus PlayStation 3-Konsolen. Wie lief das bei denen auf Arbeit ab? Da kam der Chef rein und hat gesagt, so, sorry Leute, ja. Budgetkürzung, aber wir müssen noch Server bauen. Hat noch irgendjemand eine PlayStation Johnson, zu Hause? Wir brauchen ihre PlayStation. Und ihre auch, Johnson. Das wäre lustig. Wenn du in Dead Rising als Mega Man rumlaufen willst, ist es gar kein Problem, denn es gibt die Originalrüstung aus Mega Man X in dem Spiel zu finden. Und wenn du den Look fertig gestalten willst, dann kannst du dir auch den Mega Buster holen. Das ist allerdings leider eine Attrappe. Um den funktionieren zu haben, den gibt es nämlich auch im Spiel, funktional musst du das Achievement Zombie Genocider freischalten. Dafür musst du wiederum 53.594 Zombies wegmachen, was genau der Population der kleinen Stadt Willamette in Colorado entspricht. Nice. Wusstet ihr eigentlich, dass Conker Live and Reloaded ursprünglich mal Conker Live and Uncut heißen sollte? Allerdings haben sie beim Entwickeln des Spiels so viel wegzensieren müssen, zum Teil sogar so kleine Obszönitäten, die in der N64-Fassung drinbleiben durften, dass sie es dann halt nicht mehr Uncut nennen könnten, weil es wäre irgendwie blöd gewesen, ne? Ist ja dumm gelaufen. Ja. So, beim nächsten Fakt bin ich mal echt gespannt, wie viele von euch da draußen das schon wissen. Ich wusste das nämlich tatsächlich schon, weil ich damals Lilith Wars auf dem N64 auch gespielt habe. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, nämlich im Title Screen kannst du den Analogstick benutzen, um die 64 rumzuschiften. Und unten die Crew, die da ja abgebildet ist, die gucken halt alle hoch und verfolgen die 64 die ganze Zeit, während man sie rumbewegt. Macht sehr viel Spaß. Ähnlich geil wie bei Super Mario 64 an der Nase zu ziehen. Ja, da kann man vor allen Dingen Stunden mit verbringen, bis man überhaupt anfängt zu spielen. Ging mir zumindest so. Ja. Vielleicht nicht Stunden, aber viel, viel Zeit. Ja. Wäre diese äußerst detailreiche Anleitung für Pokémon Blau auf Englisch, hättest du dir das Spiel mal auf Englisch gekauft, Olli, ja, dann könnte ich euch den nächsten Fakt hier auf dieser Seite zeigen. Es handelt sich um einen Druckfehler. Und zwar bezieht sich das darauf, dass in der englischen Variante des Spiels jeder Trainer, gegen den ihr kämpft, immer irgendwo ein The im Namen hatte. Also zum Beispiel Charlie the Bugcatcher. Und auch bei den Arena-Leitern war das so. Das heißt aber im Spiel mittlerweile, weil sie es geändert haben, nur noch Rocco oder im Englischen Brock wants to fight. Sprich, mit dem The davor, und so stand es auch hier in der Anleitung, heißt es dann The Brock wants to fight. Und ich möchte The Brock nicht fighten mit seinen beiden nee. Großen Pokémon. Nee, do you smell what The Brock is cooking? Cooked Pikachu? Kurzer, schneller Fakt für zwischendurch. Wenn du in Silent Hill den letzten Bosskampf betrittst und keinerlei Munition für deine Waffen hast, dann stirbt der Boss sofort. Cooler Typ. Nett. Super nett. Wirklich, voll freundlich. 1988, Olli existierte bereits, ich war gerade in Planung, gab es in Amerika zumindest ein Müsli mit dem Namen Nintendo Cereal System. Davon gab es sogar zwei Geschmacksrichtungen, nämlich einmal das fruchtige Super Mario Bros. Und einmal das bärige The Legend of Zelda Müsli. Leider haben sie ein Jahr später aufgehört, das zu produzieren. Kleiner Funfact übrigens, das Gimmick in den Müsli-Packungen nennt man heute DLC. Und das ist nicht mehr in den Müsli-Packungen, das muss man extra kaufen. Was? Rice Krispies. Rice Krispies. I'm a girl Whitney. Wenn jemand von euch für den Nintendo jemals das Spiel Dragon Power gespielt hat und sich gewundert hat, warum das so unfassbare Ähnlichkeit mit den Dragon Ball Charakteren und generell dem Dragon Ball Universum hat, da gibt's einen Grund für. Das Spiel ist nämlich ursprünglich ein Dragon Ball Spiel. 1986 in Japan rausgebracht und zwei Jahre später nach Amerika portiert. Dort kannte aber niemand Dragon Ball. Das war da noch unbekannt. Deswegen haben sie sämtliche Charaktere geändert, sämtliche Namen geändert, die Sounds komplett geändert. Aus dem Kamehameha wurde plötzlich die Wind Wave. Und dann war das ein ganz generisches Kack-Kung-Fu-Spiel. Schade eigentlich.
Übrigens kann man sich nicht nur in Silent Hill die Bossfights sehr, sehr einfach machen, sondern auch in der Final Fantasy Reihe. Wenn ihr zum Beispiel in Final Fantasy 7 die zweite Form des falschen Präsidenten Gero mit einem Wiederbelebungs-Item, also zum Beispiel der Phönixfeder oder auch dem Heilspell beschießt, dann stirbt er sofort weg, weil er quasi eigentlich irgendwie tot ist und ihr ihn ja wiederbeleben wollt. Das funktioniert auch bei Abaddon in Final Fantasy 8, der ist ja auch untot, also auch einfach Wiederbelebungs-Item drauf, zack, weg, tot, wiederbelebt. Ist tot. Minus plus Minus ist Minus. Das Leben-Unleben-Paradoxon. Er ist lebendig und unlebendig zugleich. Schrödingers Abaddon. Cannot comprehend, must kill. Must kill, but he's already dead. But now he's alive again, so he goes dead again. Easy. It's logic. Das ist japanische Videospiellogik at its best. Hier deutsche YouTube-Kanal-Logik at its best. Klicken Sie alle Knöpfe, die Sie finden können. Außer den mit dem Daumen nach unten, den klicken Sie bitte. Okay, gut, dann nicht. Sonst noch einen schönen Tag. Tschüss. Oh, diese Reime müssen aufhören, Frodo. Die sind so ranzig. Wenn du so machst, hört man übrigens nicht. Ach, stimmt. Bleiben wir gleich mal bei Mega Man, beziehungsweise... Bei Mega Man hatten wir schon Mega Man. Ja, das ist dein Armor. Das so. Hast du. War doch... das war Sonic the Hedgehog. Lol, das war in der Folge davor. Ja. Die eigentlich vier Folgen davor ist, aber ja. Das wisst ihr nicht. Der Manus T-Shirt an, es ist ein anderer Tag. Ich habe meins zwischenzeitlich gewaschen. Dafür musst du genau 53.594 Zombies töten, was übrigens genau der Population von Colorado entspricht. Nice. Das glaube ich nicht. Das du meinst der Stadt in Colorado. Colorado ist ein Bundesstaat, da wohnen nicht nur 53.000 Leute. Dragon Ball kennt heute so ziemlich jeder. Das war in den 80ern noch ein bisschen anders. Da kam 1986 nämlich in Japan das Spiel Dragon Ball. Dragon Ball! Dragon Ball!